Der Prinzessengarten, das ist eine soziale und ökologische urbane Landwirtschaft in Berlin-Kreuzberg. Wir bauen hier im Zentrum der Stadt Biogemüse an und wir machen das zusammen mit der Nachbarschaft und tun das seit dem Sommer 2009. Also Gärtner sind wir beide nicht. Wir bezeichnen uns auch gerne als Dilettanten. Robert ist Filmemacher, ich bin Historiker. Und das ist auch ein wesentliches Prinzip von dem Garten, weil wir dadurch offen sind für den Input von Leuten, die mit ihren Erfahrungen, Ideen, Kenntnissen, Kompetenzen sich in den Garten einbringen und dafür sorgen, dass er sich jeden Tag neu entwickelt. Wir bezeichnen es zwar als urbane Landwirtschaft, aber wir sind nicht hier, um möglichst viel Gemüse zu produzieren, um den Stadtteil zu versorgen, sondern wir wollen den Menschen nahebringen, wo die Dinge, die sie jeden Tag essen, wo die herkommen. Und dadurch, wir geben ihnen die Möglichkeit, mit uns zusammen zu lernen, wie man ökologisch anbaut, was es für eine Vielfalt von alten Pflanzen gibt und dass sie sozusagen mit uns die Erde berühren, die Pflanzen pflegen und dann hier direkt verspeisen und dadurch auf so eine ganz einfache Art sensibilisiert werden für bestimmte Fragen, sei es, wie man nachhaltig produziert, wie man sich gesund ernährt und auch, wie man zusammen so einen Kiez gestaltet und dem was Neues hinzufügt. Dafür ist es auch ganz wichtig, dass wir keine Gärtner sind und dass wir nicht hier landen, um wir zeigen mal den Städtern, wie man Landwirtschaft macht, sondern wenn man hier reinkommt, sehen die Leute auch, dass auch an dem Garten teilweise, dass wir Hilfe durchaus benötigen. Und das ist auch so. Also die Leute, die hier mit uns gärtnern, sind unsere Experten und machen hier auch letzten Endes den Garten. So wie wir. Und wir lernen zusammen am Objekt. Also die Nutzer des hier angebauten Gemüses, das ja sehr vielfältig ist. Wir bauen Prinzipien der Biodiversität an. Wir haben 20 verschiedene Tomatensorten, 15 Kartoffelsorten, 25 Minzsorten. Der Prinzessingarten funktioniert im Grunde genommen wie ein Erdbeerfeld. Man kann reinkommen, rausfinden, was reif ist, kriegt gezeigt, wie man es erntet, was auch ein wesentlicher Teil ist. Pflanzen werden unterschiedlich geerntet und nimmt es dann mit nach Hause gegen Bezahlung. Die zweite Gruppe von Leuten, bei denen funktioniert es genauso, sind aber Leute, die hier mithelfen. Die kriegen dann tagesweise einen sogenannten Mitarbeiterpreis, bei dem wir uns an Aldi orientieren und unter dem Preis von Aldi bleiben. Das ist sozusagen der Benefit für die Mithilfe hier im Garten. Und der dritte große Nutzer ist unser eigenes Restaurant. Wir kochen mit unserem Gemüse und das schmeckt man auch. Und dann gibt es noch, sagen wir mal, Satelliten wie Schulen, Kitas, mit denen wir zusammenarbeiten, die dann teils hier auch eigene Beete haben, die dann schon das ganze Erlebnis haben sollen, von der Ansaat bis zur Ernte und dann auch bis zum Essen. Ja, der Moritzplatz war früher lange vergessen, weil er direkt an der Mauer lag. Und hier haben wir eigentlich nur einen Kreisverkehr, wo es einen Durchgangsverkehr gab und niemand hält sich hier in der Regel auf. Und das hat sich jetzt ziemlich geändert durch den Garten. Also Leute kommen hierher, suchen dieses Grün, von dem sie gehört haben und sind dann ganz erstaunt, dass sie mitten an so einem Kreisverkehr in der Stadt plötzlich, keine Ahnung, Kohlrabi, Kohl, Karotten, Tomaten ernten und essen können. Kreuzberg entwickelt sich ja momentan relativ schnell. Ja, viele sprechen auch von Gentrifizierung. Wir sind nur temporärer Nutzer, deswegen haben wir auch ein mobiles Beetsystem entwickelt, um sagen zu können, wir können im Zweifelsfall auch andere Flächen in der Stadt nutzen. Natürlich ist die Frage langfristig, ob die Stadt Rahmenbedingungen schafft, wo solche Projekte wie unseres, nämlich auch soziale, ökologische Projekte, die Nachbarschaften mit einbinden, dass die Rahmenbedingungen vorfinden, dass das die Regel wird, dass das nicht die Ausnahme ist, sondern dass man sagt, man hält Flächen frei und schafft Orte, die zwar keine Rendite bringen, aber vielleicht einen sozialen Mehrwert oder einen des gemeinsamen Lernens und der Stadt viel mehr bringen, als wenn man ein Grundstück meistbietend veräußert. Wir machen das im Grunde genommen aus, ich glaube, man kann sagen, aus einer Sehnsucht nach einer anderen Stadt. Also es geht auch ganz viel darum, hier einfach einen sozialen und einen gemeinschaftlich genutzten Raum zu schaffen, in dem auch, also was ihn von anderen Räumen unterscheidet, ist, dass hier auch gemeinsam an etwas gearbeitet wird und Menschen produktiv tätig sind.